17er Rugby ist anders als 15er Rugby für den Zuschauer einfacher zu erkennen, weil es sind nur 7 Spieler statt 15 auf dem Feld. 2x7 Minuten Volldampf, harte Tacklings, schnelle Sprints, rasante Action auf dem Platz. Also die Zuschauer können sich auf die olympische Sportart 7er Rugby freuen. Es werden viele Nationalspieler hier auflaufen, Jungs, die dorthin wollen, die auch mal in Hongkong spielen wollen, die in der Europameisterschaft spielen wollen, die zu den Olympischen Spielen wollen, die hochmotiviert sind, hier zu spielen. Für die Zuschauer nebenbei gibt es dann auch noch ein schönes Rahmenprogramm für Groß und Klein. Es sind mehr die Zehnkämpfer des Rugbys auf dem Platz, statt zum Beispiel wie ich, die dicken Jungs beim 15er, die braucht man beim 7er einfach nicht. Du brauchst schnelle Leute, die fit sind, die athletisch sind, die wirklich 14 Minuten Volldampf geben können. Es ist die 7er Meisterschaft der Landesverbände, das heißt 12 von 13 Landesverbände laufen hier in der Rugby Arena Stadtpark auf. Die Vorrunde wird in Gruppen gespielt. Die besten Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs am zweiten Tag. Da geht es dann im K.O.-System weiter. Dann können Sie sehen, wo American Football herkommt, genauso wie Fußball. Denn Rugby heißt in der Langform Rugby Football. Rugby ist die Ursuppe, die Wurzel von allen Fußballsportarten. Und es gibt genauso viel Action wie beim Football hier zu sehen, ohne Ausrüstung, nur mit Mundschutz, aber genauso harte Tackles, sondern no pads, no helmets, just balls.